Naja, ich wollte eigentlich die kaufen. Und dann habe ich aber gesehen, es gibt aber auch die. Und es gibt aber auch die. Und es gibt aber auch die. Und dann konnte ich mich entscheiden. Vater der Kabeltrommel zu Hause. Und dann haben wir das. Und vielleicht habt ihr schon eine Möglichkeit, wo ihr werkeln könnt. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTo.tv. Mein Name ist Sebastian, heute geht's um Kabeltrommeln. Aber heute geht's um Kabeltrommeln neu gedacht, beziehungsweise ich bringe dir auch ein paar Informationen über Kabeltrommeln mit, die du vielleicht noch nicht wusstest. Denn wir haben hier momentan ein etwas größeres Projekt und dafür brauchte ich dachte, eine Kabeltrommel. Da habe ich mal ein bisschen gesucht und ich bin bei Brennstuhl hängen geblieben und habe gedacht, naja, ich wollte eigentlich die kaufen, also jetzt für das Projekt. Und habe ich aber gesehen, es gibt aber auch die und es gibt auch die und es gibt auch die. Und dann konnte ich nicht entscheiden. Und habe ich gedacht, na, machst du erstmal ein Video, zeige ich euch das. Und dabei kann ich mich ja immer noch entscheiden, was ist die beste Kabeltrommel für mich. Und ich bin mega, 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 mega erstaunt, wie groß der Unterschied ist zwischen dieser Kabeltrommel und dieser. Das ist eine Kabeltrommel, denkt man erstmal. Aber dann gibt es auch noch diese. Und wenn ihr von da auf die guckt oder von die auf die, das ist wirklich Wahnsinn. Das ist so, als wenn ihr eine ganz andere Klasse auf einmal an Kabeltrommeln euch anschaut. Das schauen wir uns jetzt mal an. Die Sache, worum es mir geht, ist folgendes. Und zwar, mir geht es um gutes Werkzeug. Und darum geht es hier doch auch. Und es geht hier um smartes Werkzeug und das Werkzeug soll dir doch dein Leben eigentlich vereinfachen. Und deswegen gibt es mir wieder neue Entwicklungen bei Werkzeug, Werkzeug, Werkzeug und so weiter. Und wir haben alle super Werkzeug, ja? Wir haben alle super Werkzeug und haben einen super schönen Bohrhammer, einen super schönen Exzentersteifer, eine wunderschöne Kreissäge oder. Ja? Haben wir alles. Und das braucht aber Strom. Und dann haben wir das. Und damit versorgt ihr eure Geräte. Mit genau sowas hier. Mit so einer ganz einfachen Kabeltrommel. Jetzt kannst du sagen, na, reicht doch aus. Ja, kommt Strom vorne rein. Also hier kommt Strom rein, da kommt Strom raus. Super. Nee, nicht mehr, also spätestens nicht mehr an dem Punkt, wenn du dir diese vier verschiedenen Kabeltrommeln angeschaut hast. Und allein jetzt mal, wenn wir diese beiden Kabeltrommeln jetzt mal vergleichen, dann wirst du schon einen Unterschied merken. Diese Kabeltrommel hier, das ist wirklich meine persönlich private Kabeltrommel, die ich Ewigkeiten schon habe. Und hier gibt es schon jede Menge Unterschiede zwischen diesen beiden, die einem das Leben enorm vereinfachen. Und bei so einer Kabeltrommel, gehst du im Baumarkt, meinetwegen kaufst du eine Kabeltrommel, bist du auch ruckzuck mal 50, 60 Euro los. So, diese Kabeltrommel hier zum Beispiel, und da können wir mal anfangen, schau mal unten den ehrlichen Preisvergleich, diese vier Kabeltrommel. Diese Kabeltrommel hier kostet so um die 60 Euro. Und es gibt einen riesen Unterschied zwischen dieser und dieser Kabeltrommel. Und ich habe das gesehen und dachte so, oh, das finde ich interessant. Und zwar Nummer eins, wenn du so eine Kabeltrommel nimmst, dann ist das Kabel jetzt meinetwegen abgewickelt und du musst das aufwickeln. Dann hast du hier diesen kleinen, also ich möchte es nicht Griff nennen. Also das ist wirklich kein Griff. Diesen kleinen Nupsi. Ja? Und da fährst du an und dann willst du es auffädeln und dann fällt dir das hier irgendwo raus. Dann hängt das hier dir so irgendwo oder dann machst du hier rum. Dann musst du immer darauf achten, dass es ordentlich ist und so weiter. Das hier ist was ganz anderes. Nummer eins. Du hast, und das ist das, was ich eben auch meinte, du hast als allererstes schon mal hier erstmal hast du drei Griffe. Aber zumindest, und das hier ist die Einstiegsklasse. Ja, das ist die Einstiegsklasse. Und hier hast du zumindest schon mal etwas, was sich mitdreht. Das finde ich schon mal super. Das heißt, du musst nicht so wie hier so halb locker lassen, dass es immer so ein bisschen durchrutscht, sondern du hast hier einen Griff und kannst dementsprechend hier rollen und kannst sie einfach festhalten. Du könntest es auch an den Ecken machen, aber hier kannst du entsprechend das Ganze rollen. Oh, eine Spinne, was hier alles gibt. So, aber jetzt ist es so, machen wir es mal so rum, jetzt ist es so, dass das Kabel bei diesen Kabeltrommeln immer eine Eigenschaft hat. Und zwar, du musst es halten, dass es nicht hier irgendwo rausfällt, gerade beim Aufrollen. Dann irgendwann klemmt es dann hier so dazwischen und dann hast du das hier irgendwo und das nervt. Hier hast du Folgendes, du hast hier diesen Griff. Erstmal, du kannst die Kabeltrommel daran tragen. Das finde ich schon mal super. Du kannst sie natürlich trotzdem hier dran tragen. Du kannst es aber auch hier in den Arm nehmen und hast hier noch einen Arm frei. Das heißt, du kannst deine Kabeltrommel einfach so mitnehmen und die wiegt hier 7,5 Kilo, aber das geht. Das ist eigentlich ganz handlich und kann ich hier noch zwei andere Sachen tragen. Das finde ich schon mal super. Aber du kannst auch Folgendes machen.
Bevor du sie abwickelst, machst du Folgendes. Du wickelst es hier durch ab. Dann machst du Folgendes, und zwar, du wickelst das Ganze ab. Ich tue jetzt mal so, ja, wir wickeln und wickeln alles ab. So, so. Wenn wir jetzt das Ganze aufrollen wollen, dann wickeln wir das Ganze auf. Wir müssen nichts beachten. Wir können das schräg, kreuz, quer, was auch immer hier aufrollen. Es wird nicht hier dran vorbeifallen. Das ist mega. Also allein diese Kleinigkeit finde ich schon echt toll, weil wie oft ich hier gestanden habe, meiner alten Kabeltrommel, das Ganze ist hin und her gerutscht. Das hat mich immer ewig genervt. Ja? Das hast du dabei und kannst dann auch zur Not das auch hier rum machen. Hast hier entsprechend noch einen Clips dabei, um das Ganze hier dran festzumachen. Ja? Dann, was ich auch super finde, hat die alte Kabeltrommel von mir nicht. Jetzt ist das hier immer noch beweglich. Ja. Wir haben hier einen Kabeltrommelstopp. Das heißt, wir können das hier entsprechend nach unten ziehen und ja, es ist wesentlich schwerer beweglich. Hier, es hält eigentlich. Ja, und ist halbwegs fixiert. Wir kommen von halbwegs zu bombenfest auch noch. Ja, sodass wir hier im Einstiegssegment eine wirklich gute Kabeltrommel haben. Wir haben hier drei Steckdosen, die entsprechend gesichert sind. Übrigens alles nach BGI, habe ich vergessen? BGI 608, also ergo nach BG baukonform. Aber viel wichtiger finde ich persönlich erstmal, wir haben hier drei Steckdosen, die entsprechend gesichert sind. Und du hast hier dort entsprechend dann den Schalter um die. Aber nee, da kommen wir gleich nochmal, da kommen wir später nochmal zu. Aber hier haben wir drei Steckdosen dran. So, hier eine einfache, schöne Kabeltrommel. Und bevor ich mir sowas hier nochmal kaufen würde, würde ich mir jetzt immer so eine Kabeltrommel kaufen. Das ist erstmal klar. Und jetzt machen wir Folgendes, jetzt kommst du mal ein bisschen dichter. Und zwar, jetzt haben wir hier so eine Kabeltrommel. Und was müssen wir denn machen, wenn wir jetzt ein Gerät reinstecken? Natürlich müssen wir das komplett abrollen. Alles abrollen, abrollen, abrollen. Stimmt das eigentlich? Muss man wirklich die Kabeltrommel immer, jedes Mal komplett abrollen? Eine Sache, die die meisten von euch nicht wissen, ist, auf der Kabeltrommel steht drin, wann ihr das tun müsst. Und zwar schaut mal hier. Das Ganze steht nämlich hier drauf. Und zwar hier. Wenn man die Kabeltrommel mit 1000 Watt maximal belastet, maximal, dann kann sie aufgewickelt bleiben. Bei allem darüber, ja, müsst ihr sie abwickeln. Das heißt, hier habt ihr die Schnecke, heißt aufgewickelt bis 1000 Watt oder abgewickelt ist sie bis 3300 Watt. Und wenn du dich jetzt fragst, warum muss ich das hier jetzt abwickeln? Ganz einfach, wenn du sehr große Energie hier durchleitest, dann ist es ganz einfach so, dass das Ganze warm wird. Und wenn das aufgewickelt ist, wird es wärmer, wärmer, wärmer. Und irgendwann würde das Ganze dann hier den Schutzschalter auslösen. Ja, hier. Der dafür da ist, dass sich das nicht zu sehr erhitzt. Ja, denn ich habe schon einige Mal gesehen, es gibt ein Video von einer Feuerwehr, das verlinke ich dir hier oben. Da hat jemand Folgendes gemacht, hat eine ganz einfache Kabeltrommel genommen, hat diesen Schutzschalter hier überbrückt und hat einfach das aufgewickelt gelassen und hat 3000 Watt durchgejagt. Mit dem Erfolg, dass nach einigen Minuten diese Kabeltrommel angefangen hat zu brennen. Insofern, bitte umgeht das nicht und nutzt das so, wie es hier draufsteht. Also ihr könnt sie natürlich auch immer abrollen, ihr müsst das aber nicht. Bei Helden der Werkstatt habe ich schon sehr häufig den Kommentar gehabt, Kabeltrommel nicht abgerollt, obwohl ich nur so ein 100 oder 200 Watt Gerät dann an der Kabeltrommel benutzt habe. Ja, aber ansonsten, der Hinweis, und der ist wichtig, rollt die Kabeltrommel ab, wenn ihr eine sehr hohe Last hier drauf gebt. So. Übrigens ist das Ganze hier für den Außenbereich, das Kabel ist auch für den Außenbereich, ist auch ein sehr stabiles Kabel hier, ja, und das Kabel hier entsprechend kannst du im Außenbereich einsetzen und kannst mit der ganzen Kabeltrommel machen und tun und so weiter und so fort. Steht übrigens auch drauf hier IP44 geschützt, ja, sodass hier auch Spritzwasser drankommen kann. Und jetzt geht es aber einen Schritt weiter. Wir haben ja hier eine normale Kabeltrommel, 60 Euro. Und dann kommt jetzt das hier. Wir geben einfach nochmal 30 Euro mehr aus und bekommen diese Kabeltrommel und haben nochmal wieder ganz andere Eigenschaften. Das ist echt interessant. Und zwar bei der Kabeltrommel ist es so, dass wir erstmal ein anderes Kabel haben. Und zwar haben wir hier ein etwas dünneres Kabel. Das ist also etwas dünner vom Material, aber noch flexibler. Ja, also ihr seht hier, und übrigens, schaut mal hier, das kann man hier wunderbar
Ja, und das ist trotzdem wieder gerade. Das ist ein etwas, das ist flexibler, aber noch strapazierfähiger als das Kabel hier. Das ist Nummer eins. Ja? Wie gesagt, hier 30 Euro Aufpreis. Dann haben wir etwas anderes. Und zwar haben wir hier natürlich auch wieder den Griff, so wie eben, ja, dasselbe. Können hier auch drüber das aufwickeln und so weiter. Aber wir haben noch eine Kleinigkeit an diesem Kabel. Eine Kleinigkeit, nein, zwei, die ich mega finde. Nummer eins ist orange, passt zu mir und zu Helden der Werkstatt, ist ja unsere Farbe. Aber eine Kleinigkeit, und zwar, was mache ich mit Kabeltrommeln normalerweise? Ich mache sie kaputt. Und zwar passiert mir das so oft, oder ich habe von den Kabeltrommeln mehrere gehabt, die ich irgendwann weggeschmissen habe, beziehungsweise gepflegt und gemacht, getan habe, aber eigentlich darf man das nicht und egal, weil mir irgendwas auf das Kabel drauf gefallen ist. Und hier ist es so, bei dem ist es so, dass du hier Folgendes hast, und zwar ist es so, dass bei dem hier, beim ganz einfachen, beim Einstiegsmodell, ist hier das Kabel verpresst. Ja, also hier ist es ganz normal verpresst, schön fest dran, alles drum und dran. Hier ist es aber so, dass das Kabel hier nicht verpresst ist, sondern man kann es entsprechend lösen. Wir können das hier lösen, hier einfach lösen, so. Ihr seht es, hier kann ich das, die Schraube öffnen und dann kann ich Folgendes machen. Wenn jetzt das Kabel hier defekt ist, beziehungsweise wenn ich es versehentlich aus irgendeinem Grund durchgetrennt habe, dann kann man das Kabel natürlich dann einfach kürzen und weiter benutzen, indem man einfach hier den vorhandenen Stecker wieder draufschraubt und einfach das Ganze kürzt. Das finde ich super. Das ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber das ist schon mal super. Die nächste Sache, die ich super finde, das Ganze hier ist aus Metall. Das ist wirklich massives Metall hier, das hier nur beschichtet ist, weil nach Norm ist es ja so, dass das Kabel kein Metall berühren darf. Dementsprechend ist das hier aus Metall. Hier ist es aus Kunststoff. Ihr könnt es auch nochmal sehen hier. Hier ist es aus Kunststoff. Ich finde das jetzt nicht so schlimm, aber es ist halt so. Ja? Wir haben hier Metall. Das ist auch ein wesentlich stabilere Kabeltrommel. So, und jetzt habe ich hier Folgendes. Ich habe hier nicht wie hier drei Anschlüsse, sondern ich habe vier Anschlüsse. Alle natürlich genauso gesichert wie vorhin, auch nach BGI, auch entsprechend IP44 gesichert und so weiter. So, aber nächster Punkt, den wir hier auch haben, ist Folgendes. Und deswegen, ich hoffe, du bleibst dran, weil gleich wird es doch richtig spannend hier hinten. Ja? Und zwar ist es so, wir haben hier einen richtigen Griff. Leute, das ist nur Offenbarung. Ein richtiger Griff. Ja? Ist das nicht genial? Ich habe hier wirklich einen richtigen Griff. Und jetzt machen wir es einfach mal. Moment, jetzt muss ich mal gucken, wie rum. So rum. So. Wir rollen das jetzt hier mal richtig ab. Wir rollen jetzt einfach mal ab. So. Und jetzt kommt der Moment. Schaut mal hier. Es kann nicht schief gehen. Ich habe einen richtigen Griff und ich kann es einfach aufrollen. Ist das nicht der Hammer? Mit dem richtigen Griff? Wahnsinn. So, und dran. Das finde ich wirklich super. Und mit so einem Griff, das ist das, was ich eigentlich immer haben wollte. Und man kann ihn natürlich auch entsprechend hier nach vorne ziehen und wieder einklappen. Ja? Und schon habe ich das Ganze hier wieder gut zu verstauen. Was ich auch super finde, ist Folgendes. Und zwar, ich habe hier eine Kontrollleuchte. Moment. So. Jetzt seht ihr da, dass ihr entsprechend Saft auf der Dose habt. Ich kann mich noch sehr gut hier an meinen letzten Bau erinnern, nämlich als ich das Gebäude hier quasi gebaut habe, hatte ich es mehrmals, dass ich dachte so, Mensch, warum ist jetzt meine Maschine kaputt oder ist jetzt irgendeine Sicherung in meine Maschine gekommen? Dabei hatte ich hier nur wieder keinen Strom auf dem Kabel und hier kann man es dann entsprechend direkt an der Trommel sehen. Das finde ich auch wirklich gut, sodass man hier immer weiß, woran man ist. So, und das alles hier bekommt ihr entsprechend für 95 Euro. Guckt mal unten in die 90, 95 Euro, hatte ich ja vorhin gesagt, ein paar Euro mehr. Wenn man das jetzt vergleicht, sagt man, naja, 60 Euro schon eine gute Kabeltrommel, das ist gut. Hier, aber ihr habt ja gerade gesehen, was ihr alles mehr bekommt. Super, ja, super, super. Ich bin schon mal hier an der Stelle angekommen und sage, wenn, dann diese hier. Und wenn es nur dafür wäre, ja, wenn es nur dafür wäre. Okay, jetzt haben wir das, aber jetzt
fängt sie an, richtig spaßig zu werden. Und zwar, jetzt haben wir die hier. Und das ist mal was ganz anderes. Und das ist mal was komplett anderes. Aber erstmal sei erwähnt, auch hier habt ihr natürlich einen Abrollschutz. Auch hier, das könnt ihr nach unten entsprechend bringen. So. Der ist auch etwas stärker als hier an dem anderen. Und hier ist es dann schon kaum noch möglich, das Ganze zu bewegen. Also schon wirklich sehr stabil, muss man sagen. So. Hat irgendjemand Gardena gesagt? Weil im ersten Moment dachte ich, Mensch, sieht so ein bisschen aus wie irgendwas so von Gardena, oder? Also jetzt nicht wegen der Farbe, sondern kennt ihr diese Schlauchwagen vom Gardena? So ein bisschen sieht das so aus. Nein, das hier ist für mich die ultimative Kabeltrommel. Allein schon, weil sie hier nicht so steht wie das hier, sondern sie steht allein für sich und ist so ein eigenes Objekt und das steht unwahrscheinlich stabil. Kann auch nach da und nach da nicht umfallen und hat unwahrscheinlich viele Funktionen, die nochmal on top kommen zu dem. Und der Hammer ist, das kostet nur 10 Euro mehr. 10. Also 10 Euro. Jetzt, wenn ich fertig bin mit der hier, ja, und ihr nicht sagt, dass ihr die 10 Euro mehr von da nach da zahlt, dann weiß ich auch nicht, ja. Schaut dazu auch mal unten in die Videobeschreibung, einen ehrlichen Preisvergleich, ob der Preis aktuell noch so ist. Aber jetzt ist es so, dass zwischen den beiden nur knapp 10 Euro Unterschied sind. So, und jetzt geht's los. Wir hatten ja eben schon mal über das Thema Bremse gesprochen. Das heißt, dass das Ganze sich nicht weiter dreht. Und da hast du Folgendes hier. Hier ist ein Schalter. Jetzt kann man das Ganze, ja, jetzt kann man es wickeln. So. Fest. Der Hammer bei dem Ganzen ist, das Ganze wiegt nur 6,7 Kilo. Aber, und ich blende euch, ich gehe mal bewusst hier zur Seite, ich blende euch hier mal ein Foto rein. Das muss auch mit wirken. Das ist eine komplette Palette, die auf diesem Gerät hier eben stand. Und zwar eine komplette Palette mit diesen Kabeltrommeln, die hier drauf steht. Und wer noch nicht nachgezählt hat, es standen 48 Kabeltrommeln auf dieser einen Kabeltrommel. Plus Palette, plus Zwischenboden. Wir reden hier von 370 bis 400 Kilo, die hier oben drauf standen. 400 Kilo. Die du hier das belasten kannst und das fällt nicht zusammen. Und das finde ich Wahnsinn. Es geht nicht darum, dass es keine Leiter und das ist auch kein Trittschutz und so weiter, aber du siehst, wie stabil das Ganze ist. Und der Hammer dabei ist, sollte dir das mal runterfallen, das kann natürlich immer passieren. Du schmeißt das hier aus dem dritten Stock irgendwo irgendjemand in den Kopf, mach das bitte nicht. Nein, aber es kann ja mal runterfallen. Dann passiert Folgendes, das sollte etwas kaputt sein, kannst du alle Teile hier einzeln nachkaufen. Und wie du hier siehst, ist das Ganze auch modular gearbeitet und du kannst hier das Ganze recht einfach auseinandernehmen und dann die Teile ersetzen. Ja, finde ich super. So, und jetzt dachtest du, ist das hier überhaupt eine Kabeltrommel? Was ist denn das hier eigentlich? Ja, das ist im Grunde, hier siehst du ja, das ist eine ganz normale Kabeltrommel. Und ich muss ja wieder entriegeln. So, und ich kann das Ganze hier ganz normal nutzen wie eine ganz normale Kabeltrommel. So wie du das kennst. So. Und kannst abwickeln und so weiter. So, jetzt habe ich hier mein Kabel abgewickelt. Auch diesmal habe ich hier wieder, ach herrlich, ich habe hier wieder meinen Griff. Und ich habe hier eine automatische Aufwickelhilfe, weil wo soll es auch sonst hin? Es kann ja auch nicht raus. Und ich wickle das Ganze auf, kann es auch so wickeln, ist überhaupt kein Problem. Da ist er wieder. So, herrlich. Und er steht und ich kann das auch sehr modular, wenn ich zum Beispiel mitnehme im Auto. Das fällt mir nicht hin und her. Oder ich kann auch auf dem Auto Folgendes machen. So eine Kabeltrommel hier, die steht mir immer irgendwie im Weg. Also im Weg in dem Sinne, dass du kannst das nirgendwo so richtig mit einbauen. Bei der hier ist das so. Ich mache Folgendes. Ach so, komm bitte dichter. Ich zeig dir mal das. Du kannst das hier einfach hier verstauen. Schau mal hier, da gibt es das Ganze. Hier. So, dann tüdelst du hier nicht rum. Ich mache wieder die Bremse rein
Und dann kann ich das Ganze nehmen und kann es irgendwo verstauen, in einem Regal zum Beispiel, auch in der Form, relativ flach hier. Ich kann das hochkant irgendwo hin tun oder. Auf die Art und Weise nimmt mir das im Allgemeinen weniger Platz weg als so eine Kabeltrommel, wo ich nichts rauf, nichts ran oder sonst verstellen kann. Dann hier ein bisschen Werkzeug drauf rumstapeln im Auto oder in deiner Werkstatt und so weiter, überhaupt kein Problem. Dann haben wir hier auch wieder unsere Steckdosen, ja, ganz klassisch, so wie wir es haben wollen. Und natürlich auch wieder unsere Anzeige und hier in der Mitte dann hier die Sicherung, die wir entsprechend dann lösen können, falls es doch mal zu warm geworden ist. Und das finde ich wirklich ist eine mega, mega, mega geniale Lösung, weil das ist die Mutter aller Kabeltrommeln. Also wenn ich mir noch in meinem Leben irgendwann noch mal eine zweite Kabeltrommel kaufe, weil, ganz ehrlich, die habe ich mir gekauft. Ja? Die habe ich mir jetzt gekauft, weil ich habe gesagt, für das Projekt möchte ich was richtig Gutes haben und habe gesagt, das ist es mir wert. Und mal ganz ehrlich, wie oft kauft man eine Kabeltrommel? Mit der hier bin ich jetzt ja auch schon 10 Jahre unterwegs, ja. Und ich wünschte, ich hätte mir damals so eine hier gekauft, beziehungsweise hätte es damals schon gegeben. Sebastian, besser geht's nicht. Mehr ist nicht drin. Aber du hast ja aufgepasst, da hinten steht noch eine. Und jetzt kommt quasi der Kabeltrommel sein Vater. Und zwar, wenn wir ein bisschen Platz machen, haben wir jetzt diese hier. Jetzt haben wir nochmal eine andere Situation hier. Und zwar sind das hier 2 Kabeltrommeln in einem. Und zwar ist es so, das hier ist, muss ich sagen, etwas, das musst du wirklich brauchen. Aber es gibt doch einige sinnvolle Einsatzzwecke für so ein Gerät. Und zwar ist es hier so, jetzt müssen wir hinten anfangen. Und zwar haben wir hier eine Kabelhaspel und das ist der Anschluss. Also hier schließt du das an den Strom an. Ja, hier hast du ein 5 Meter Kabel, das du entsprechend hier anschließen kannst. So, wickelst das ab, wickelst das erstmal runter und schließt das Ganze dann so. Ich mache das auch einfach mal. Nimm das Ganze und schließe es an den Strom an. So, in dem Moment hast du schon mal eine folgende Sache. Jetzt hast du hier vorne, siehst du, hier ist Strom drauf und auch hier an dem Würfel, Moment, da unten, siehst du, hier ist Strom drauf. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich sage, deswegen hast du 2 Kabeltrommeln in einem, nämlich jetzt kannst du hier stationär an dem Stück, jetzt hast du erstmal hier eine Kabeltrommel und kannst hier jetzt in dem Moment hier wieder deine 4 Anschlüsse nutzen. Ja, aber wir haben noch das hier. Und zwar jetzt können wir Folgendes machen. Wir können jetzt hier an einen anderen Ort gehen. Ich blende hier auch mal ein Bild ein. Das illustriert das ganz gut. Und zwar kann man das hier wunderbar jetzt mit aufs Gerüst nehmen. Man muss also nicht die Kabeltrommel aufs Gerüst nach oben schleppen. Beziehungsweise hat nicht so ein Ungetüm, was dann entsprechend wieder runterfällt oder sonst irgendwas. Oder so etwas hier abgewickelt oder. Nein. Du hast das hier und nimmst das mit nach oben auf dein Gerüst und hast dann oben auf dem Gerüst deine entsprechenden 2 Anschlüsse wieder. Wenn du oben auf dem Gerüst bist, dann sagst du, dann musst du irgendwo auch festmachen. Ja, ganz einfach. Dann haben wir hier entsprechende Klammern und können es einfach ins Gerüst einhängen. Ja? Wir haben auch hier noch eine zweite. Können es auch hier doppelt hängen oder. Was ich super finde, du kannst auch das hier noch nutzen und kannst das Ganze wirklich festbinden. Ja? Entsprechend hier lose festmachen oder hier irgendwo festziehen und hast das meinetwegen am Gerüst oder auch oben auf dem Dach, an irgendeiner Dachlatte, auf dem Balken oder wo auch immer, hast du das festgemacht und hast deinen Strom dabei und hast nicht hier irgendwie so deine Kabeltrommel, weil, jetzt mal ein gutes Beispiel, wenn jetzt, nehmen wir mal an, du würdest auf dem Dach wirklich oben Strom brauchen, dann musst du die Kabeltrommel reinstecken und die Kabeltrommel mitnehmen und die irgendwo, das ist doch nicht schön, ja? Das hier ist doch schon entsprechend eine richtig gute Lösung. Hast hier deine entsprechenden 4 Steckdosen wieder oder Anschlussmöglichkeiten und kannst entsprechend dann arbeiten. Wenn du das Ganze aufrollen willst, dann wieder hast du hier Folgendes, kannst hier dann wieder, wie vorhin gesagt, das Ganze aufrollen. So, machen wir es so. So, ein bisschen schwerer, weil ist ja auch etwas schwerer oder etwas größer.
und kannst dann da entsprechend arbeiten. Du kannst zum Beispiel auch Folgendes, du kannst auch das hier in den Strom reinstecken, kannst das hinter dir herziehen, kannst, und das finde ich, mal drüber nachdenken, ja, du bist auf einer Baustelle. Auf einer Baustelle wird tendenziell durchaus, durchaus auch mal was geklaut. Jetzt machst du Folgendes, du möchtest ja irgendwo meinetwegen Akkus aufladen oder sonst irgendwas. Dann steckst du das hier, also das hier, in deinem meinetwegen irgendwo in einem Raum in den Strom. Dann nimmst du deine Ladegeräte, steckst sie alle hier rein und hast erstmal in diesem Raum dein Strom, Ladegeräte und so weiter. Dann nimmst du das Kabel, das ziehst du hinter dir her, schließt die Tür und schließt die Tür vielleicht sogar ab. Auf die Art und Weise hast du deine Ladegeräte gesichert, deine Kabelträume gesichert und so weiter und so fort, hast aber deinen Strom bei dir und musst dir erstmal nicht mehr scheren, was hinter dir passiert, und da kann erstmal so schnell keiner dir dein Zeug hier rausklauen, aber du hast deinen Strom bei dir. Finde ich auch gar nicht so doof, und gleichzeitig laden deine Akkus zum Beispiel auf und du hast trotzdem hier die Anzeige, ob irgendjemand versehentlich oder nicht versehentlich deinen Strom doch wieder rausgezogen hat. Und das ist in Summe, finde ich, ein sehr durchdachtes System. Jetzt haben wir vorhin drüber gesprochen, hier haben wir immer einen kleinen Aufpreis gehabt. Hier sind wir so im Bereich bei so um die 170 Euro. Vielleicht 180, vielleicht 160 und, oder das müsst ihr mal schauen. Auch dazu schaut mal unten in den Link rein. Aber wenn du bedenkst, was du hier bekommst und welchen Mehrwert du wiederum bekommst, dann bin ich der Meinung, ist das das auch schon wert. Beziehungsweise macht das auch in Summe schon, nee, so, macht das schon wirklich Sinn. Und jetzt probiere ich nochmal die Kabelhaspel hier hinten aus. Das geht eigentlich auch wirklich gut. Ja, kann man nichts sagen. Und jetzt ist es so, wenn ihr euch das jetzt mal überlegt, ja, ihr habt jetzt vielleicht zwei Kabeltrommeln. Also, könnte ja sein. Zum Beispiel habt ihr diese Kabeltrommel und vielleicht habt ihr auch noch diese Kabeltrommel. Und vielleicht habt ihr schon eine Möglichkeit, wo ihr werkeln könnt. Und nicht, dass wir uns falsch verstehen. Das hier ist keine Bank zum Sitzen und das hier ist auch das hier ist auf keinen Fall eine Leiter oder etwas, wo ihr jetzt hier euch raufstellt, um dann irgendwo ranzubekommen. Dafür ist das nicht gedacht. Aber solltet ihr jetzt zufälligerweise hier irgendwas drauf haben und solltet das meinetwegen flexen oder irgendwas anderes hier drauf machen, das ist natürlich schon möglich, theoretisch. Auch wenn das vielleicht nicht so gedacht ist. Ja. Aber ihr seht, das ist unwahrscheinlich stabil. Und ihr habt ja vorhin gesehen, dass auf einer dieser Kabeltrommeln durchaus auch mal 300, 400 Kilo stehen können. Das heißt, wir haben hier irgendwo zwischen 600 und 800 Kilo, die diese beiden Kabeltrommeln hier zusammen tragen können. Das ist schon Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn. Und insofern steckt in solchen Kabeltrommeln wirklich mehr Hightech, als man denkt. Und jetzt, wenn man sich jetzt fragt, Mensch, es ist doch nur eine Kabeltrommel. Es sind doch nur Kabeltrommeln, habe ich euch heute vielleicht ein wenig überzeugen können, dass Kabeltrommeln nicht gleich Kabeltrommeln sind. Und wie ich vorhin schon mal gesagt habe, wenn wir jetzt diese vier Kabeltrommeln, ich habe heute aber auch echt oft Kabeltrommeln gesagt, wenn man die jetzt die vier nebeneinander legt und sagt, 60 Euro, etwas unter 100 Euro, knapp über 100 Euro, also nur 10 Euro Aufpreis, hier 170 Euro, ich persönlich bin jetzt eher seltener oben auf dem Dach unterwegs, beziehungsweise brauche diesen Einsatz hier seltener, dass ich entsprechend hier diese zwei Möglichkeiten brauche. Sag ich für mich ganz klar, das ist meine Kabeltrommel und das ist genau das, was ich brauche. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel bedenke, dass wir hier zwischen der und der vielleicht 40, 45 Euro Unterschied haben. Ich so eine Kabeltrommel oder auch du eigentlich mal ganz entspannt mal 5, 10, 15 Jahre benutze, da pflegt ihr im Umgang vielleicht auch länger, dann ist der Aufpreis das auf jeden Fall wert, dass ihr quasi der Vater der Kabeltrommel zu Hause habt. Am Ende des Videos würde ich mich freuen, wenn ihr unten in die Kommentare schreibt, falls ich noch irgendwas vergessen habe, was es zu diesen Kabeltrommeln zu sagen gibt oder allgemein zu dem Thema. Und bitte schreibt mal in die Kommentare, ob ihr vorher gedacht habt, naja, ist halt nur eine Kabeltrommel und hinterher begeistert wart. Oder allgemein, was eure Meinung ist. Ich bin sehr gespannt, denn ich muss sagen, ich nehme die jetzt mit, denn ich habe ein großes Projekt für euch in der Mache, aber das ist eine Geschichte fürs nächste Video. Ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.